Ist euch etwas Spezielles aufgefallen, wo ihr heute in die Kirche gekommen seid? Die Insider, die jemand in der Kirche sind, die sehen das sofort. Es ist etwas ein speziell klar. Es hat weniger Blumen, wir sind in der Fastenzeit. Die Fastenzeit ist eine Zeit, wo alles ein bisschen einfacher ist. Gibt es noch irgendetwas, das anders ist? Es steht keine Osterkerze da, das ist auch normal in der Fastenzeit. Aber wenn man dort höher schaut, sieht man noch etwas Spezielles. Das Kreuz ist mit einem violetten Tüchli verhüllt. Aber Passionssonntag, also an diesem Sonntag, ist das ein alter Brauch. Ein alter Brauch, dass Christen, oder respektive, also dass wir, ihr Christen, in unseren Kirchen die Kreuze verhüllen. Und ich möchte zwei, drei Gedanken mit euch teilen, was uns das könnte sagen für unseren eigenen Lebens- und Glaubensweg. Ein erster Gedanke, der handelt im Zusammenhang mit der Lesung, die wir gehört haben. Wir haben die Lesung gehört aus dem Buch vom Propheten Jeremia. Es ist dort die Rede davon, dass Gott mit den Menschen einen Bund schliessen will, also eine Verbindung eingehen mit den Menschen. Und es heisst dort, die Verbindung wird nicht mehr gleich sein wie vorher. Es wird ein Bund sein, wo Gott in die Herzen der Menschen, von uns, schreibt. Am Tag unserer Taufe ist der Bund quasi gefestigt worden. Bei der Firmung bestätigt, Konfirmatio bestätigt worden. Aber ich sage aber immer, wenn ich manchmal mit Leuten in einem Gespräch bin, zum Beispiel bei einer Beerdigung, sagen sie manchmal, ja, ich bin halt nicht katholisch oder ich bin nicht katholisch oder ich bin reformiert oder sonst etwas, dann sage ich aber, ja, also ich sehe es nie angeschrieben. Man sieht das nicht. Man sieht nicht, wie Gott mit jedem Einzelnen von uns Bund schliessen. Es ist etwas, das verborgen ist. Nur der Herrgott sieht das. Und ich glaube, das hat etwas mit dem Tod zu tun. Auch das Kreuz ist verborgen, verhüllt. So wie eigentlich auch unser Glauben an Gott irgendetwas Verborgenes ist. Und der Glaube, den Gott an uns hat, es ist ja auch verborgen. Manchmal kommen wir uns verloren und verlassen vor. Wir glauben nicht mehr daran, dass der Herrgott mit uns einen Bund geschlossen hat. Aber tief in unserem Herzen ist irgendetwas Verborgenes da, wo uns die Gewissheit gibt. Nicht immer, aber hoffentlich immer öfter. Ja, liebe Mitfeiernde, ein zweiter Gedanke. Allgemein ist ja das, was wir in unserem Glauben feiern, eine verborgene Wirklichkeit. Es würde auch an vielen Menschen leichter fallen, an Herrgott zu glauben, wenn er persönlich erscheinen würde. Darum der Wunsch von diesen Menschen, die hier nach Jerusalem pilgert sind, die wir im Evangelium gehört haben, die Griechen, sie haben den Wunsch gehabt, Herr, wir möchten Jesus sehen. Natürlich, sie haben wahrscheinlich einfach gehört, da ist ein Wunderprediger, ein Rabbi, der gut predigt, der vielleicht sogar noch ein Wunderheiler ist und wir wollen den auch sehen. Und liebe Mitfeiernde, Hand aufs Herz, wir alle wären auch froh, wenn wir handgreifliche Zeichen hätten, wenn wir den Jesus wirklich würden sehen, der Allmächtige, der in Jesus Mensch geworden ist, wenn er uns erscheinen würde, es würde uns manche Zweifel an der Seele nehmen. Und wir würden uns auch wünschen, wenn wir in die Welt schauen, in Zeitungen und ins Fernsehen, wir würden uns wünschen, dass der Allmächtige auch mal erscheint und die Ungerechtigkeiten, die Kriege, die Unmenschlichkeiten auf unserer Welt, auch in Trauer und alles Leid, alle Krankheiten, alle Hunger, würde beseitigen. Herr, wir möchten Jesus sehen. Aber eben, Gott wählt offenbar
einen anderen Weg. Der verborgene Weg, der verhüllte Weg. Es kommt mir die Erzählung in Sinn, die ihr sicher alle angehört, im Alten Testament, der Prophet Elia ist es klar. Ein starker Prophet, er hat gewusst, wo Gott hockt und hat es den Menschen auch klar gesagt. Aber er hat eine Krise, er verkrüft sich, er geht in die Wüste. Wir würden sagen, er ist auch depressiv, er weiss nicht weiter. Und er fragt, wo wird Gott mir erscheinen? Im Sturm, im Unwetter, im Brausen? Nein, im Säuseln, des Windes. Also im Unscheinbaren, im Verborgenen. Liebe Mitfeiernde, ein dritter und ein letzter Gedanke. Wir haben im Evangelium gehört, den Satz, den Jesus gesagt hat. Amen, Amen, ich sage euch. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es reiche Frucht. Jesus nimmt das Gleichnis aus der damaligen Alltagsspruch oder Alltagserfahrung, das Aussehen, das, was man jetzt gleich wieder machen kann, wenn die Gartensaison wieder anfängt. Ich freue mich schon darauf, ich bin auch ein passionierter Gärtner. Aber eben, man muss etwas gehen, man muss es aussehen, man muss es auch quasi ins Verborgene reinlegen, in die Erde, ins Verdeckte. Und erst dann passiert wieder etwas Neues. Jesus selber bezieht das auf seine eigene Hingabe am Kreuz. Das, was er für uns gewirkt hat, und wir glauben, dass im Kreuz das Heil ist, das ist etwas, das uns auch verborgen ist. Es ist schon so lange her. Ist es überhaupt noch wahr? Ist das noch so? Es ist schlussendlich nur durch unseren Glauben zugänglich. Ich kann noch nicht ein Messgerät anschliessen nehmen und das beweisen. Gibt es nicht. Liebe kann man ja auch nicht, wenn man ein Messgerät messen. Am Ehepartner ein Messgerät anheben oder der Partnerin, um zu schauen, liebt er mich, liebt sie mich oder nicht. Das gibt es nicht. Es ist eine andere Dimension. Es ist verborgen. Aber, liebe Mitfeiernde, es gibt unzählige Menschen, die die verborgene Liebe, die erlösende Liebe, die Gott für uns hat, die Gott am Kreuz uns bewiesen hat, es gibt viele Menschen, die diese Liebe gezeigt haben, dargestellt haben, ja, gelebt haben. Wir alle gehören auch dazu, wir versuchen es auch. Es gibt noch ein paar Menschen, die das noch ein stärker haben können als wir alle. Ich rede von den Heiligen am nächsten Zeichen zum Beispiel. Wir feiern den heiligen Josef, Josefstag. Wer übrigens Zeit hat, in Längendorf am 9 Uhr am Morgen, Hochfest, Gottesdienst. Wer Zeit hat, ist eingeladen. Die arbeitende Bevölkerung, klar, kann nicht kommen, das ist mir schon klar. Aber vielleicht ist es schön, wenn eine Bari mitfeiern kann. Es gibt noch einen anderen Heiligen. Den feiern wir morgen. Ich weiß nicht, ob jemand weiss, wer morgen gefeiert wird. Ich hätte eigentlich ein grünes Messgerät anlegen müssen. Patrick's Day, Saint Patrick's Day, der grosse Apostel von Irland. Und er hat ja unglaublich ein Schicksal gehabt. Er ist eigentlich als junger Hirtenbub von den Iren verschleppt worden, versklavt worden. Seeräuber haben ihn mitgenommen und in Irland war er ein Sklave gewesen. Und er konnte dann von dort fliehen. Er ist dann über nach Frankreich, er ist ein Mönch geworden, ein Priester geworden und nachher von seinem Bischof als Missionsbischof wieder zurückgeschickt worden. Und zwar wieder zurück auf Irland zu den barbarischen Menschen, die ihn gekidnappt haben. Das ist ein wunderbares Beispiel für das, was Jesus hier sagt. Wer aber sein Leben dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer sein Leben liebt, verliert. Wer es aber gering achtet in dieser Welt, wird es bewahren ins ewige Leben. Es ist eine unglaubliche verborgene Weisheit hier dran, wo da durchkommt. Gottes Kraft, die in diesem Menschen gewirkt hat. Und die Geschichte hat es uns ja bewiesen, dass Patrick die Menschen so fasziniert hat, dass sie
den christlichen Glauben angenommen haben. Es gibt einen wunderbaren Text. Am Ende von seinem Leben schreibt der heilige Patrick Folgendes: Ich bezeuge in Wahrheit und im Jubel meines Herzens vor Gott und seinen heiligen Engeln, dass ich außer dem Evangelium und seinen Verheißungen niemals irgendeinen Grund hatte, zu dem Volk zurückzukehren, dem ich vorher nur mit Mühe entkommen war. Also nur dank dem Glauben hat er das irgendwie fertig gebracht. Und dann schreibt er weiter: Ich danke Gott, der mich am Tag meiner Versuchung bewahrt hat. Vielleicht hätte er einmal wollen abhauen. Das könnte schon so sein. So dass ich heute vertrauensvoll meine Seele ihm als lebendiges Opfer darbringe. Christus, meinem Herrn, der mich aus allen Nöten gerettet hat. Also, da ist ganz viel von dieser verborgenen Kreuzeskraft ist da greifbar. Liebe Mitfeiernde, ich wünsche uns allen, dass vielleicht auch uns das Kreuz, das vielleicht auch in unserer heutigen Zeit und Kultur und Gesellschaft noch ein bisschen vergessen geht und auch manchmal ein bisschen verdeckt wird. Ich wünsche uns, dass uns die wahre Botschaft von diesem Kreuz im Herz erfüllen und uns Kraft geben. In unseren Kreuz, wo wir müssen tragen, in unseren Leiden, in unseren Herausforderungen, aber auch vor allem in aller unserer Dankbarkeit und Freude, die wir dürfen haben, dass wir geborgen sind und gefestigt sind.